Herzlich willkommen zurück. Diesmal geht's mit dem Rainbow Cup weiter. Letzte Folge war ja etwas fail. Ich hoffe mal, dass es diese Folge nicht so wird. Also ich hoffe es wirklich. Deswegen. Aber diesen Bowser-Kampf hatte ich ja schon beim letzten Mal nicht hinbekommen. Ach übrigens, falls sich jemand fragt, wie ich das gemacht habe mit dem höher springen, dazu musste ich R drücken, gedrückt halten und dann L drücken, währenddessen ich R gedrückt halt hasse. Das ist mir irgendwann aufgefallen, als ich einfach nur wild auf den Tasten rumgedrückt habe. Ich spiele das ja auch nicht auf einem Arcade, also auf keinen Spielautomaten, sondern am PC, deswegen ist auch die Steuerung etwas anders. Aber es wurde halt auch nie erklärt, was man da drücken muss. Hätten die gesagt, du musst den Knopf halten und den drücken? Wäre ich da drauf gekommen, aber so. Zack. Ja, ja. War es nicht gerade Luigi? Das war da niemals Yoshi. So klingt Yoshi nicht. Aber hier kann die Stimme ja auch ein bisschen anders sein. Ist ja auch jetzt kein Haupt-Mario Kart-Teil. Einer ist direkt hinter mir, der Rest ist irgendwo anders. Ist auf jeden Fall auch gut. Es ist anscheinend Yoshi, genau, Yoshi. Sieht man ja auch unten an den Teilen. So, Yoshi, ich lasse dich mal kurz vor. Zack. Ich dachte, ich habe mich jetzt auch selber getroffen. Ist ja schon ein ziemlicher Fail gewesen. Ich finde diese Teleportationsstreifen aber echt eine coole Idee. Ach, was ist, mach ich? Wehe, du triffst sie nicht. Was? Mann, du hättest es getroffen, wärst du nicht zerschellt an der Stelle. Also es. Was? Das war schon die letzte Runde. Das war echt knapp eigentlich. Zeig. Man hört auch, wenn ich die Tasten drücke. Wie ich an der Audiospur sehen kann. Aber es ist nicht ganz so hoch. Obwohl doch, es ist schon verhältnismäßig ziemlich hoch. Mit dem Klickentferner geht es übrigens nicht weg. Falls die Idee irgendwie. Also ich hatte die Idee schon. Bam! Ja toll, Luigi fährt einfach an mir vorbei. Und dann ist er wieder hinter mir. Stand da eigentlich Reverse? Hab ich jetzt. Ich wollte es vorhin nachgucken, aber ich hab's doch vergessen. Ja, fahr doch an mir vorbei, wo sind alle? Ja komm, fahr! Alles klar. Fail des Jahrtausends. Ob die anderen eigentlich auch nur diese Panzer haben? Lol. Der ist ziemlich weit geflogen. Hier gibt es irgendwie keine Münzen auf der Strecke. Ach doch, hier. Hier gibt es sogar ziemlich viele. Ja, in den Kurven die Münzen sind aber... Wen schieße ich ab? Ich schieße einfach mal dahin und treffe niemanden. Nice. Nice, Mario getroffen. Diesmal ist Luigi dabei.
Ja, was war das denn, Peach? Hey, ist mich was für mein Erster? Ja, Peach hat mich gerade getroffen und dann durch diesen Streifen habe ich aber nichts bemerkt. Oh, als ob ich sie getroffen habe. Was denn ernst? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ach man, das wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Wobei. Etwas Glück. Ja. Okay. Wie schlecht muss man sein? Das ist natürlich die andere. Wobei, 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 wobei. Nein. Dritter. Mist. Mist, 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 Mist. Aber ist egal, ich habe es beim zweiten Versuch geschafft, glaube ich. Ja, es steht hier Reverse. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die Challenge ich will nicht sagen bei hier war, bei, wenn man den Regenbogen-Cup fertig hatte. Das weiß ich nicht mal. Aber ich glaube, es war was Cooles. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Regenbogen-Cup mit am coolsten finde. Zack. Das mit den Panzern, das ist auch eine ziemlich gute Idee. Es sind zwar vom Prinzip her alles die gleichen Panzer, aber wenn man jemanden trifft, ist halt immer ein Unterschied, was passiert. Und die anderen haben ja nicht mal alle Panzer. Das finde ich auch irgendwie gut oder schlecht, ich weiß es nicht. Ich finde es beides gut in dem Sinne, weil ja, da war gerade ein Panzer, aber das war anscheinend eine Ausnahme. Gut in dem Sinne, weil nicht jeder einen Panzer hat und dann hier durchgängig Panzer rumgeschossen werden. Schlecht in dem Sinne, weil es dann unfair für mich oder für die anderen ist. Es kommt ganz drauf an, wie man das sieht. Ja, toll. Wenn ich schlecht bin, natürlich macht es keinen Unterschied, was für Items ich habe. So wie ich das verstanden habe, der grüne Panzer ist ein ganz normaler Panzer. Der graue explodiert. Was auch eine ziemlich gute Idee ist. Und der goldene, keine Ahnung. Vielleicht ist der schneller oder so. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, was der anders macht als der grüne. Vielleicht finde ich es ja noch raus, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich hatte ein Schutzschild, warum freut er sich da? Bam! Ich hätte fast mich selbst da getroffen. Ich glaube, das ist mir auch schon mal passiert. Ich krieg immer den grauen Panzer, was ist denn los? Zack. Das war noch schön zum Abschluss der Strecke. Die müsste ja gleich vorbei sein, genau, nach der Kurve. Okay, gut. Der goldene Panzer. Was bringt er? Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Unterschied zum grünen Panzer gesehen. Dazu müsste ich jemanden damit treffen wahrscheinlich. Aber man sieht's ja auch woanders in dem Video, glaube ich. Kann ich ja da irgendwie nachgucken. Ob ich dann einen Unterschied finde. Ich könnte auch einfach im Internet nachgucken, dann geht's bestimmt auch irgendwo. Da steht's so bestimmt. Das werde ich anhalten und mal nachgucken. Im Video.
Ich lese es mir aber auch nie durch, ich klicke es immer sofort weg. Naja, kann man nicht ändern. Bin ich die Strecke nicht gerade eben schon gefahren oder sieht das... Ach nee, das ist nur der Teil. Vielleicht kriege ich es doch jetzt noch... Oh, da habe ich gleich 3 getroffen. Ernsthaft? Nice. die haben jetzt anscheinend auch einen Panzer. War die Bonus-Challenge nicht, dass man jeder Pilze hat oder so? War da nicht irgendwann... Oh, jetzt habe ich wieder einen goldenen. Den behalte ich jetzt mal, bis ich jemanden damit treffen kann. Macht ja eigentlich sowieso keinen Unterschied, welchen Panzer man hat. Ah, na toll. Ich will ihn gerade abschießen, dann wird er von jemand anderem geschossen. Okay. Kann man da an den Weiden nicht fahren oder wie? Oder warum ist er gerade stehen geblieben? Komisch. Das wäre schon ziemlich OP. Ich finde es aber lustig, wie man da immer einholt auf diesem Speedstreifen, wenn man die so nennt. Also Speedstreifen wird man sie auf keinen Fall nennen, aber so ähnlich vielleicht. Okay, es war nix. Oh doch, sie bleibt wieder stehen. Sie ist irgendwie gelähmt. Man sieht sie auf der Karte. Also jetzt nicht mehr, aber vorhin. Hä? Ja, ich habe in dem Moment, wenn man A drückt, wird das Item ja sofort ausgewählt. Und ich habe gerade in dem Moment A gedrückt, wo das Item schon mal ausgewählt wurde. Deswegen habe ich es sofort eingesetzt. Ich glaube, das wird nichts dieses Mal. Das wird dieses Mal nix. Dabei war ich nicht mal so schlecht. Ah, Mist. Ich glaube, ich werde es auch drin lassen, wenn ich schon was Wichtiges gesagt habe. Oder was ich als wichtiger achte. Ja, kann ich vergessen. Also Firehoppen gibt es hier schon mal nicht. Zum ersten Mal 6er, glaube ich. Hoffentlich passiert jetzt hier nicht irgendwas. Awesome Player auf jeden Fall. Die Musik. Also die Musik in dem Spiel ist schon was ziemlich Besonderes. Aber es passt zu einem Arcade. Es passt zu einem Arcade-Spiel. Das wird, glaube ich, auch nichts. Zum zweiten Mal. Das habe ich, glaube ich, bisher nur einmal geschafft. Nein, ich hätte sie jetzt einsetzen sollen. Wobei, ich kann sie einholen. Yes! Jetzt kommt nur noch die Challenge. Der die Last Challenge, genau. Reach the goal faster than. Genau, und da war nur. Gab's nur. Nein. Nein, da gab's nicht nur Pilze. Okay, ich laber grad scheiße. Stimmt, Robo Mario. Ich könnte jetzt was sagen, aber aus irgendeinem Grund mache ich es nicht. Okay. Es war aber ein gut. Ja, vielen Dank. Jetzt legt er nur noch Bananen ab. Genau. Wenn er hinter mir ist, schießt der Panzer und vor mir legt der Bananen ab. So war das. Machen wir mal einen Speicherpunkt. Oh Mann. Ah,
Ah, ich dachte schon, ich fahr voll rein. Vergiss es. Ich krieg dich schon noch. Vergiss es. Ja, das wird nichts mehr. Zack. Und doch, 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 doch. Doch. Nee, 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 ja. Rainbow Cup completed. Nice. Nice, nice, nice. Und wieder der Abspann. Ich habe mich letztes Mal schon verabschiedet. Mit dem Abspann und da war wieder irgendwas. Aber jedenfalls kann ich jetzt schon mal sagen, dass das Spiel cool war. Beziehungsweise ist. Es ist. Das Spiel gibt es ja immer noch. Okay. Vielleicht sollte ich aufhören mit solchen Witzen, okay. Aber an die Buhus kann ich mich nicht erinnern. Aber das Spiel ist auf jeden Fall cool. Es ist halt schade, dass man das nur so über Umwege spielen kann. Und der Abspann hat auch eine angenehme Länge. 2005. Schon 12 Jahre alt, das Spiel. Wenn ihr das Video seht, vielleicht schon 13 Jahre, man weiß es nicht. Nee. Die wollen mir gerade sagen, dass. Ja, genau, das wollte ich mir sagen. Das habe ich mir sogar schon fast gedacht, dass das Spiel nicht mal vorbei ist. Ich würde gerne mal den Fahrer wechseln, was soll das? Genau, hier bin ich richtig. Also das war's auf jeden Fall mit dem Part. Den Part kann ich schon mal beenden. Also das war's mit dem Part und tschüss bis zum nächsten Part von Mario Kart Arcade. Vielleicht, falls ich das Projekt überhaupt noch weitermache. Ich denke, also ich werde jetzt auf jeden Fall aufhören, das hier aufzunehmen. Aber ich werde auf jeden Fall darüber nachdenken, ob ich es weiterführe. Mann, es ist nervig. Bitte. Bitte hör auf. ja. Tschüss.